Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal und zum Update der Outdoor-Aquarien. Ja, bevor wir jetzt anfangen und hier so ein paar neue Sachen noch machen, was ich heute vorhab, zeige ich euch jetzt aber erstmal, wie sich die Blauband-Werblinge, die wir im letzten Video in dem Autobahntümpel gefangen haben, hier eingelebt haben. Dazu gibt es jetzt ein paar Aufnahmen aus der ersten Nacht. So, das sind jetzt die Aufnahmen aus der ersten Nacht, nachdem die Blauband-Werblinge eingezogen sind. Da sieht man sie, hier ist das eine schöne Weibchen, das große. Ja, die sind noch nicht ganz ausgewachsen, die werden ungefähr nochmal, ich glaube, 3 bis 4 cm größer, als sie jetzt eigentlich schon sind. Deswegen, ja, noch nicht ganz ausgewachsene Tiere. Da hinten sieht man nochmal das andere, etwas größere Weibchen. Wenn sie es mal zeigt, dann sieht man es auch ein bisschen genauer. Da hinten in der Ecke ist es. Also mir gefällt echt diese spitze Form der Fische echt sehr gut. Ja, und ansonsten hat sich das Becken echt gut entwickelt. Hier sind die Kleinen, die gehen ab und zu mal an die Algen dran, habe ich so das Gefühl. Ob es wirklich so ist, keine Ahnung, werden wir sehen. Die Bitterlinge haben jetzt eine richtig knallige Farbe bekommen, die Männchen, und sind auch sehr zeigefreudig geworden. Ich denke mal, das liegt daran, dass die sich von den Blauband-Werblingen so ein bisschen animieren lassen, auch frei herumzuschwimmen. Die haben eigentlich die ganze Zeit nämlich eher unter den Pflanzen gestanden, haben sich versteckt. Hier hinten sieht man es auch nochmal gut. Da sind die etwas größeren. Wenn das Ganze fokussiert, sieht man das größere Weibchen auch nochmal ein bisschen besser. Da, jetzt. Also echt schöne Tiere, die sich echt gut etablieren da in dem Aquarium, finde ich. Oder was meint ihr? Hier jetzt nochmal die Bitterlinge. Echt super schöne, knallige Farbe. Ich hatte einen Zuschauer übrigens gefragt in den Kommentaren, was das für Bitterlinge sind, weil die so hellgelb sind. Das sind Goldbitterlinge, das ist eine Zuchtform. Und ja, die gefällt mir halt echt relativ gut für eine Zuchtform. Ihr seht ja das schöne, knallige Rot. Ja, hier unten die Muscheln, denen geht es auch gut. Die sind schön am Filtrieren. Sand ist ja auch drin. Den brauchen die natürlich auch, um halt zu filtrieren. Ich denke mal, mehr Sand müssen wir nicht reinmachen. Das reicht eigentlich aus. Da hinten ist die andere Muschel. Die hat es so ein bisschen unter das Hardscape drunter geschafft. Und ist da auch schön am Filtrieren. Ja, den geht es auf jeden Fall auch gut. Und ich hoffe, dass die Bitterlinge dieses Jahr sich nochmal dazu beschließen, ja, vielleicht nochmal Nachwuchs zu bekommen, dass wir das Ganze auch ein bisschen dokumentieren können. Ja, alles in allem sieht das Becken aber echt gut aus. Für ein Aquarium, das in der Sonne draußen outdoor steht, hat das relativ wenig Algen. Und die Algen, was da sind, ja, die kriegen wir auf jeden Fall auch noch in den Griff. Da hinten seht ihr, habe ich jetzt noch einen Sauerstoffstein reingemacht, einfach falls es halt zu warm wird durch die hohe Fischdichte jetzt, dass wir da so ein bisschen Sauerstoff mit einbringen können tagsüber, wenn die Sonne scheint. Gut, und jetzt labere ich euch nicht weiter voll, sondern zeige euch noch ein paar schöne Aufnahmen von den Blauband-Bärblingen, von den Bitterlingen. Und dann gibt's die neuen Updates von meinen Projekten hier.
So, also zwischen den Aufnahmen, die ihr jetzt gerade gesehen habt, und heute ist wieder ungefähr eine Woche vergangen. Die Becken sehen eigentlich noch genauso aus wie bei den Aufnahmen. Nur, dass es jetzt halt natürlich wieder hell ist und alles spiegelt. Aber egal, was auf jeden Fall noch neu dazu gekommen ist, sind... Moment, wo sind sie? Hier sitzt einer. Da saß einer. Oder da sitzt immer noch einer. Gründlinge. Die sind jetzt ins Aquaponik-Aquarium noch mit dazu gekommen. Zeige ich euch bei Gelegenheit auch noch mal im Dunkeln. Die hat mir einen Zuschauer vorbeigebracht, der die bei sich im Teich hatte, und den Teich hat er platt gemacht. Deswegen, ja, sind die jetzt hier bei mir im Aquarium. Gründlinge werden etwas größer. Ich habe aber die Möglichkeit, bei einem anderen Kollegen, der auch einen Teich hat, wenn die groß genug sind, die wieder zurückzusetzen. Die Gründlinge sind jetzt da drin, erstens mal, um eventuell das Algenproblem hier so ein bisschen zu minimieren und damit wir ein bisschen mehr Fischmasse hier drin haben, damit hier unser Gemüse oben ein bisschen besser wächst. Ich denke mal, dass es funktioniert. Es sind insgesamt 4 Stück drin. Ich bin gespannt. So, und jetzt kommen wir mal zu den Neuheiten, was ich gemacht habe oder was ich jetzt noch vorhabe. Und zwar das erste Outdoor-Aquarium, was ich bis jetzt gemacht habe auf YouTube, das steht ja immer noch hier. Das haben wir dieses Jahr gar nicht in Betrieb genommen, einfach aus dem Grund, ja, weil ich keine Lust hatte, 3 Becken aufzustellen. Aber ich habe mir jetzt überlegt, da wir eventuell vielleicht mal ein Quarantänebecken brauchen oder so, werde ich das Becken ja jetzt komplett aufstellen. Ich habe damit schon angefangen, habe die Pflanzen schon einmal ja, rausgeholt, habe die sauber gemacht, habe das Becken einigermaßen hergerichtet, habe das hier auf so 2 Holzdinger dargestellt, was allerdings nicht so geil ist, weil das halt ziemlich locker ist hier, wie man sieht. Also nicht wirklich sicher. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir jetzt in dem Video das Becken hier nochmal leer und packen das auf den Unterschrank hier. Das ist ein Werkzeugschrank, der ist auch Outdoor geeignet. Da werden wir dann später noch unsere ganze Technik und sowas reintun. Und ja, das Ding werden wir auf jeden Fall jetzt hier hinstellen und das Aquarium da oben drauf. Hier steht nochmal so ein Teil, der ist hier für den Pool. Und ja, wie gesagt, ich habe damit schon mal angefangen, habe das einigermaßen hergerichtet. Ja, und das ist das Erste, was wir jetzt erstmal machen. Ihr kriegt jetzt einen kleinen Zeitraffer und dann zeige ich euch das Endergebnis. Fertig sind wir, da steht das Ding. Wie gesagt, das lassen wir jetzt einfach als Quarantänebecken. Ich habe da schon ein paar Blaubeerblinge drin, das seht ihr jetzt hier. Habe einfach mit 2 Steinen das hier so ein bisschen abgegrenzt, habe die ganzen Pflanzen, die wir hier noch rumliegen hatten, einfach da reingemacht. Und das Ganze werden wir filterlos betreiben und einfach mal sehen, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, das ist einfach ein Experiment. Eigentlich wollten wir ja nur 2 Outdoor-Aquarien, jetzt haben wir 3, aber egal. Dafür haben wir jetzt hier nochmal 2 Unterschränke, da können wir schön ein paar Sachen noch verstauen. Mein ganzes Wasserwechsel-Equipment, Futter und so weiter und so fort. Also haben wir jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen Ordnung auch. Gut, also Outdoor-Aquarium Nummer 3 für 2023. Naja, so schnell geht's. Gut, jetzt muss ich euch nochmal zeigen, was wir hier noch so verändert haben, beziehungsweise was es noch für Neuheiten gibt. So, also... Ihr habt ja in den letzten Videos gesehen, dass ich hier so eine Folie davor hatte. Das hat einfach den Hintergrund, dass ja, das Becken halt weniger Volumen hat als das Aquaponik-Aquarium und auch nicht diesen Schattenbereich, das das Aquaponik-Aquarium hat. Deswegen habe ich mir überlegt, tue ich das Ganze mit einer Rettungsdecke ein bisschen abdecken und abschirmen vor Sonneneinstrahlung, dass es sich nicht ganz so aufheizt. Dazu habe ich mir, wie gesagt, hier so eine Rettungsdecke genommen. Habe ein paar Magnete von magnet-shop.net. Da wird es übrigens demnächst ein komplettes Video geben. Die ganze Kiste hier ist voll mit Magneten und ich werde euch ein Video machen, wo ich euch zeige, was damit alles möglich ist. Aber das geht es, wie gesagt, in einem separaten Video. Jetzt zeige ich euch erstmal ganz kurz, wie ich die Rettungsdecke da dran mache, dass das Ganze halt abgeschirmt wird. Das macht ungefähr einen Temperaturunterschied von bis zu 5 Grad aus, habe ich gemessen. So sieht das Ganze dann aus. Wie gesagt, ist sie abgeschirmt von der Sonne. Die Folie reflektiert, strahlt damit die Sonnenwärme zurück und dadurch bleibt sie im Aquarium schön kühl.
Das ist eine der wichtigsten Änderungen, eigentlich, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, weil, wie gesagt, bei den Temperaturen, was wir haben von 38, 39 Grad, hatte ich das Becken einen Tag lang mal aufgeheizt bis knapp an die 30 Grad. Dann habe ich ein Wasserhex gemacht, dass da nichts passiert. Und dann ist mir die mit der Folie gekommen. Und ich denke mal, das ist eine ganz gute Lösung. Gerade auch, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich unterwegs bin, da ist einfach die Folie vorne dran, dann kann da nichts passieren. Außer ich hatte noch einen guten Vorteil. Die Katzen, die hier rumrennen, haben Angst vor der Folie und ja, gehen nicht an die Aquarien dran. Gut, dann würde ich sagen, was haben wir da noch neu? Ach genau, ich habe hier eine kleine Abdeckung drüber gemacht. Einfach, dass die ganzen Kabel ein bisschen abgeschirmt sind, dass wenn die Kinder hier im Pool sind, hier kein Wasser auf die Elektronik gespritzt wird. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. So läuft das Wasser hier vorne ab und dann passiert da nichts. Ja, und dann wollte ich euch nochmal zeigen, was unsere Stromversorgung jetzt gerade macht, also beziehungsweise wie das Ganze läuft. Wir haben nämlich jetzt, Moment, ich zeige es euch mal ganz kurz. Wir haben nämlich jetzt aktuell schon 17,41 Euro gespart, 43,52 Kilowattstunden. Das heißt schon einiges an Ersparung. Und ihr müsst überlegen, der Pool läuft da drüber, das Haus läuft hier drüber und die Aquarien laufen hier drüber. Wir werden jetzt aber, weil ihr es euch auch gewünscht habt und ich es im Community-Tab schon mal angekündigt habe, einen Test machen von einer anderen Balkonkraftwerkanlage. Einfach mal so als Referenz. Aber dazu gibt es auch nochmal ein spezielles eigenes Video. Deswegen, wenn euch das interessiert, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und das Video auf jeden Fall nicht verpassen, weil ja, da geht es auf jeden Fall um ein paar mehr Informationen, wie ihr zu Hause zum Beispiel auch Geld mit euren Aquarien mit so einem Balkonkraftwerk sparen könnt oder was halt möglich ist zu sparen. Ja, und ansonsten wollte ich euch noch ein paar Sachen verraten, was ich jetzt hier so regelmäßig an den Aquarien eigentlich mache. Also ich mache an dem IKEA-Aquarium einmal die Woche 40% Wasserwechsel. Einfach nur, dass ein bisschen Frischwasser reinkommt, dass sich das Ganze ein bisschen abkühlt. Das mache ich meistens morgens, damit sich halt über den Tag, also weil nachts ja sowieso das Wasser abkühlt und dann tagsüber langsam ansteigt. Wenn es mal wirklich zu warm wird, mache ich auch tagsüber einen kleinen Wasserwechsel, einfach, dass die Temperatur ein bisschen runterkommt, wenn das mit der Folie nicht ganz ausreicht. Ja, das bei dem Aquaponik-Aquarium mache ich in der Woche mal 10% Wasserwechsel. Einfach aus dem Grund, weil hier kein Regenwasser reinkommt und damit einfach ein bisschen Frischwasser dazu kommt. Weil ihr wisst ja, ich bin eigentlich Typ Wasserwechsel statt kein Wasserwechsel. Ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, da oben wächst alles super. Ernten werden wir erst beim nächsten Video. Ich will nämlich noch ein bisschen die großen Chilis reifen lassen und will noch warten, bis die Erdbeeren wenigstens ein bisschen gewachsen sind. Ja, füttern tue ich die Jungfische hier, so wie die anderen Fische mit Granulatfutter von Serra, das Aufwuchsfutter. Weiß gar nicht, wo steht's denn. Ah ja, hier steht's. Mit dem hier, das ist ein Wachstumsfutter. Einfach nur zusätzlich zu dem, was eh schon hier in die Aquarien reinfliegt an Anfluginsekten und an Mückenlarven und so weiter und so fort. Schmeckt denen ganz gut und unterstützt halt ein bisschen beim Wachstum. Und ja, bei den blinden Höhlensalmern fördert es das Fettwerden, so wie man da sieht. Ja, das war es jetzt eigentlich mal so im Großen und Ganzen, was es so als Updates jetzt hier noch gibt. Was wir auf jeden Fall diesen Sommer jetzt noch machen werden, ist, wie schon gesagt, ernten auf jeden Fall. Dann, ich bin immer noch am Überlegen, ob wir noch einen Filter hier dran machen oder ob wir den jetzt einfach lassen. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob wir den Filter lassen sollen oder ob wir einen neuen hinmachen sollen. Und ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mir die alle durchlesen, werde sie auch alle beantworten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.